Herzlich willkommen, liebe Online-Community. Ich bin heute in Straßburg und berichte heute über unsere politische Woche, die wir hier vollbracht haben. Das Wetter ist herrlich, wir haben wunderbares Frühlingswetter, aber die außenpolitischen Gewitterwolken, die wollen einfach nicht weiterziehen. Diese Woche hat uns sehr der Mord an Nemtsov und an die russische Reaktion hier außenpolitisch beschäftigt. Uns hat ebenfalls beschäftigt der Bürgerkrieg in Libyen. Die hohe Beauftragte Mogherini hat sich klar dafür ausgesprochen, dass wir endlich und schnell in Libyen eine neue Situation schaffen müssen. Wir brauchen eine Stabilisierung des Landes, weil die Flüchtlingsströme nicht nachlassen und viele tausende Menschen ihr Leben verlieren im Mittelmeer. Wir brauchen aber gleichzeitig eine engere Zusammenarbeit, auch in der Terrorismusbekämpfung. Hier gab es ein Papier, was ich mit unterzeichnet habe, zwischen der Europäischen Union und der Arabischen Liga, um hier gemeinsam auch das Thema Menschenrechte nicht aus dem Fokus zu verlieren. Darüber hinaus habe ich ein Papier mit verhandelt zum Thema EU und Russland. Hier geht es um die Gasfrage, wie wir unabhängiger werden können von Russland. Und ich habe gleichzeitig das Thema Nuklearpolitik mit eingebracht. Die Nuklearkraftwerke, die in Europa bestehen, auch gerade in den osteuropäischen Ländern, werden von Russland betrieben. Und von daher ist zum einen die Frage der Nuklearenergie und des Betreibens Russlands hier für mich natürlich eine außenpolitische Frage und auch eine Gefahr. Und gleichzeitig die Frage, was mit dem Rückbau der Nuklearanlagen durch Russland passiert, aber auch der Nuklearmüll, der anfällt. Das sind außenpolitische Fragen, die neben der Gasfrage mit aufs Tableau gebracht werden müssen. Das habe ich mit rein verhandelt in das Papier. Abgestimmt wird dann in den kommenden Wochen und man wird sehen, ob es Zuspruch findet. Bis jetzt gab es darüber heftige Debatten alleine bei mir im Ausschuss. Last but not least hatten wir eine Fraktionssitzung mit dem Kommissionspräsident Juncker. Und Juncker hat sich dort erneut detailliert gegen Schiedsgerichte beim Freihandelsabkommen mit den Amerikanern, aber auch mit Kanada ausgesprochen, hat das als generelles Prinzip sozusagen benannt. Und von daher liegt er auf der Linie, der roten Linie, die wir gefunden haben zwischen den Gewerkschaften und der SPD. Und ich würde mich freuen, wenn der DGB den nächsten Schritt gehen kann und es tatsächlich schafft, auch rote Linien mit der CDU, CSU zu führen in Deutschland, damit wir bei den Freihandelsabkommen eine klare Linie aus Deutschland bekommen, weil die Menschen wollen nicht, dass unsere Standards sozusagen verletzt werden. Und die Menschen wollen auch nicht, dass außergerichtliche Schiedsgerichte hier in den Prozess eingreifen können. Und von daher freue ich mich oder würde ich mich freuen, wenn der DGB hier aktiv auch Richtung konservative Parteien in Deutschland rote Linien fasst, damit Sigmar Gabriel und Angela Merkel wie Juncker hier sich klar gegen Schiedsgerichte nach dem alten Prinzip, wie es jetzt auch in den Verhandlungen auch bei CETA mit Kanada drin steht, dagegen klar aussprechen. Das war die Woche hier aus Straßburg und ich freue mich dann bald wieder demnächst dann aus Brüssel berichten zu können. Alles Gute und schönes Wochenende.